Hallo liebe Let's Play Techboard und Energy Drink Fans. Ich teste für euch das neue The Winter Edition Red Bull. Mit Eist Gummibärgeschmack. Freisten Gummibärgeschmack. Mal schauen, wie das ist, das Gesöff. Schön blau hier, alles beleuchtend passend noch. Ja, ganz blau hier, das Radio. Schön hellblaue Dose hier übrigens, schön gestaltet noch. Mit 32 mg. Koffein 100 ml beinhaltet die Dose. Sowie 45 Kilokalorien 100 ml und 11 Gramm Zucker auf 100 Gramm ml. Hier sind 250 ml drin. Hier. Nicht so B6 und B12 Vitamine drin. Tun wir das mal auf das Zeug. Kohlensäurehaltung natürlich. Auf das Zeug, hey, let's go! Mal schauen, Schießkühl vom Kühlschrank, gibt frisch. Es ist offen. Oh, es raucht noch ein bisschen. Schmeckt sehr speziell. Recht süßlich nach Eis, gekühltem Gummibärgeschmack. Nimm erst einen Schluck. Let's go! Ist recht gut, ich habe es schon mehrmals getrunken. Unterwegs ist sehr gut. Recht gut abgegangen noch. Ist recht erfrischend noch, eiskühlt so. Gummibärli drin, das erkenne ich. Das erkenne ich da hinten einfach. Der ist schon drin, der ist gekühlt. Die hat die Arme gekämpft da hinten. Der Hunger nachher hier. He. So, zweiter Schluck. Sehr gut, sehr gut. Es geht ab mit dem Gummibärli. He. Geht ab in den Kämpf hier. So, jetzt kommt noch der dritte Fazitschluck zum Schluss noch. Jetzt haben wir einen zünftigen Schluck. Und einen künftigen natürlich. He? ready, ready! So, eins blue. Eins Gummibär! Sehr gut, du hast sehr gut bewertet. Ich würde sagen, wir kommen sehr gut durch den Winter mit diesen Redis hier. Mal etwas anderes so. Vom Geschmack her. Ist ein bisschen süßlicher als das originale, finde ich. Vom Geschmack her so. Mehr Gummibärli-mässig. Noch mehr als sonst schon, gell? Noch ein bisschen. Gibt es überall zu kaufen? Ich habe es jetzt im Denner gekauft für 1,70. Einzug. Gibt es glaube ich einen grösseren Pack, kann man so kaufen. Müsst ein bisschen schauen, was es gibt überall. Ich würde es allen weiterempfehlen. Wir kommen sehr gut in den Winter alle. Überall liken, so gefallen hat der Test. Oder lasst ein Abo da, oder beides von mir aus. Mir ist gleich, he? Geht da viel Erfolg. Und dann bis zum nächsten Video auf meinem Let's Play Techboard YouTube und TikTok-Kanal. Ade zusammen!